Hallo zusammen! Das erste Video im Jahr 2022 wollen wir mit unserem V8 Kompaktumbau anfangen und, und euch zeigen, was wir bis jetzt so gemacht haben, ein kleines Update geben und jetzt kannst du anfangen zu reden. Ja genau, ich übernehme jetzt einfach mal erst noch in der Kamera, später werden wir uns dann auch noch die Kamera dementsprechend auch mal teilen, weil man dann besser zeigen kann. Hier vorne sieht man ja schon, hat sich jetzt am Fahrzeug auch ein bisschen wieder was in Richtung Karosserie getan. Das heißt also, hier in dem Maschinenraum ist eigentlich jetzt die Hauptarbeit eigentlich schon so alles beendet. Ja, du kannst da schon mal zeigen, was da eigentlich alles auf den ersten Blick schon mal alles reingewandert ist und was wir gemacht haben. Was sich geändert hat, ja. Ja, vor also allem das, ja. Servobehälter, da hast du, glaube ich, eine Halterung dran geschweißt hier. Da an der Stelle, genau, da war ja original, hier war da unten gesessen, hier an der Stelle unten beim normalen Vierzylinder zumindest. 46, genau. Und hier daneben auch gleich ist dann der originale Behälter vom M3 V8 E90 reingekommen, der hier festgemacht worden ist. Das passt auch ganz gut, ne? Also das sieht ziemlich original aus, wie bei dem anderen E90. Ja, also der hat das auch an derselben Stelle sitzen. Und vor allem, es geht auch alles schön hier mit dem Scheinwerfer von Xenon nicht auch hier alles gerade so vorbei. Auch hier die Klimaleitungen haben gepasst, da muss man natürlich auch ein paar kleine Änderungen machen. Eine fehlt eben noch. Eine ist noch nicht da, genau, da suchst du immer noch im Internet eine passende. Genau, und zwar die kommt da rein. Unten vom Kompressor weg, ja. Genau, und hier wird die dann angeschlossen, neben der Leitung. Genau, da am Eingang sozusagen zum Innenraum hin. Und da fehlt uns noch eine passende, aber da werden wir auch noch eine passende finden. War ganz wichtig, die muss nämlich auch einen Anschluss haben, damit man sie befüllen kann. Das ist nämlich bei dem ein bisschen geändert als bei dem Serienfahrzeug, was wir haben. Und es fehlt im Endeffekt, was man jetzt schon sieht, das sieht ja alles ziemlich voll aus im Innenraum, ein einziger Schlauch. Ja. Also ein Schlauch fehlt noch. Ne? Genau, du kannst mal schauen, ob du den noch findest, wo wir schon gesprochen haben drüber. Hier sieht man den Anfang, oder da wo der rankommt, der Wasserschlauch. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera einfangen kann. Ich glaube nicht, also hier irgendwo an der Stelle sollte der sein. Da muss der hier unten durchlaufen. Und zu dem Wasserventil hier genau, unten. Am unteren Anschluss. Der obere ist schon besetzt. Ja. Das ist der hier. Der geht also auch wieder zum Innenraum hinein auf der rechten Seite. Und der linke Eingang, der ist ein bisschen, ja, auch wieder Spezialanfertigung. Also, hier hinten rüber bis jetzt an dem Rohr entlang gehend. Und hier vorne wieder Richtung Motor. Ja, der ist normalerweise hier bei der Karosserie. Beim E90 ist er genau hier verbaut, also seitlich hier. Aber hier haben wir keinen Platz beim E46, das ist zu eng. Das wird auch mit dem letzten Schlauch hier sehr knapp sein, weil da ist echt fast kein Platz mehr. Ja, einer muss noch durch. Der wird noch irgendwie durchgefummelt werden. Der geht auf jeden Fall, ist auch nicht dick, das ist ein ganz dünner Schlauch. Das ist der Vorteil, man sieht, das Rohr ist im Endeffekt dieser Durchmesser. Der muss im Endeffekt nochmal hier durchgesetzt werden. Auch hier mit dem Steuergerät, da hast du eine Halterung hier verändert. Ja, das hat war sehr gut geklappt, auch dass das Steuergerät gerade nicht ansteht. Richtig, sonst wäre es nämlich hier immer am Ventildeckel oben angestanden. Mhm. Auch das war ein bisschen Bearbeitung. Auch das Steuergerät ist auch ein Stück nach oben versetzt worden, weiter nach oben hinaus, damit es nicht mehr zu weit im Untergrund verschwindet und eventuell auch wieder ansetzen kann am Ventildeckel. Genau, jetzt haben wir noch ein bisschen Licht noch mit dazu geholt. Also das waren jetzt mal die ersten Punkte, die was halt auf jeden Fall verändert werden müssen. Hier vorne im vorderen Bereich ist auch ganz schön, wir haben den originalen Elektrolüfter weiterhin verbauen können. Das heißt, der originale Elektrolüfter vom 3er Kompakt, in dem Fall 3/16er, passt auch gerade so auf einen Millimeter rein. Und auch ganz interessant ist, vorher beim letzten Video hatten wir ja noch den Kühler vom Original E46 drin, den haben wir jetzt in der Zwischenzeit getauscht gegen den E90 vom V8 und der hat die anderen Anschlüsse. Das heißt, wenn du hier mal hinschaust, das sind nämlich diese Anschlüsse, gehen so schräg nach hinten, genauso wie der untere, der geht nämlich nach oben rauf, so nach schräg nach oben hinauf. Wenn wir diese Anschlüsse nämlich nicht hätten, würde man die Schläuche hier gar nicht richtig reinbekommen. So haben wir sogar die originalen Schläuche vom V8 E90 übernehmen können, ohne Abänderung, was natürlich ein Vorteil ist. Vorher hat man probiert mit Änderungen, da würde aber im Endeffekt hier immer der Anschluss geradeaus rausgehen und da müsste man wieder einen riesen Bogen hier rüberfahren Richtung Thermostat. Das kann man sich somit eigentlich alles sparen. Dazu muss aber nur dieser Originalkühler vom V8 E90 rein. Das ging aber auch relativ einfach. Das heißt, hier unten die Halterung, die kann man jetzt natürlich nicht mehr gut sehen. Die haben wir ein klein wenig abändern müssen und dann passt ja genau zwischen
die Stege hinein, also die, was hier runter geht, da ist das Plastikende sozusagen zu sehen und da läuft er ganz genau hier unten runter und da ist das Endstück unten raus und da ist die Haltung, die Plastikhaltung und er läuft auf einen Millimeter sozusagen genau hinein und kann also auch in der originalen Haltung, nachdem er die ein bisschen bearbeitet, eingesetzt werden. Genauso. Ja, das hat alles gepasst. Ne? Ja, genau, das ist aber wirklich auf den Millimeter, also besser hätte es gar nicht reingehen können. Das ganze Kühlerpaket besteht dann eben aus restlichen Teilen vom E46 wieder. Das ist einmal die Servoölkühlerschleife, die sieht man nur noch zum Teil hier hinter. Und da unten schaut es natürlich auch rein, damit da ein bisschen Luft hinkommt beim Fahren. Und der Kondensator ist auch vom E46 jetzt übernommen worden, der passt auch rein. Auch und dann brauchen wir noch einen Ölkühler, der kommt hier rein. Genau, der kommt in diese Aussparung, dann sieht man auch hier schon die beiden Leitungen. Das heißt, da werden wir hier wahrscheinlich nur ein kleines Loch reinbauen müssen, auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann kann man den Ölkühler hier oben, hier hat man eine Metallstrebe hier unten, ja doch, ich spüre sie hier unten, an der Metallstrebe, da kann man sie dann auch mit Halterung befestigen, den Ölkühler. Das sind dann so die letzten Baustellen, die wir jetzt eigentlich noch an der reinen Mechanik haben. Also eigentlich nur noch die Klimaleitung da drüben, was wir schon gesprochen haben. Der eine Schlauch, Ölkühler. Ja, und dann noch Steuergeräte hier. Ne? Das ist aber dann Elektrik. Da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Das haben wir ja gesagt. Anderes? Das ist jetzt dann der Punkt, also wenn die ganze Mechanik, was wir hier vorne haben, abgeschlossen haben, dann geht es natürlich irgendwann mal hier an die Elektrik dann. Da hast du aber auch schon alles schön verlegt. Ja, da passt alles. Und hoffentlich rein. Da muss noch ein wenig hier Platz gemacht werden für die ganzen schwarzen Halterungen. Ja, dass die durch die Haltung hier durchkommen, eventuell ein Stück hier noch ein bisschen Absicherung, auftrennen. Ja, das hier würde dann theoretisch auch hier reinpassen, wenn es wäre. Hier auch mal ein klein wenig vergrößern, geht auch alles rein. Dann der restliche Kabelbaum ist natürlich hier drüben vom Originalfahrzeug. Da haben wir jetzt in der Zwischenzeit noch nichts reingetan. Da kommen dann die originalen Steuergeräte wieder rein, ABS und so weiter. Hier sieht man die Stecker. Das kommt dann auch wieder alles besteckt mit den Relais und so. Was jetzt aktuell noch fehlen. Ja, und was du noch nicht gesagt hast, war der Auspuff. Wir haben doch berichtet, dass der passt. Ne? Aber dann wurde er komplett zusammengeschweißt und dann hat er nicht gepasst, der Auspuff. Das also war der nochmal beim Abändern. Genau, und jetzt sieht man natürlich aktuell nicht mehr sehr viel. Wir versuchen vielleicht von unten nochmal den Wagen hinaufgehoben haben, zu zeigen, was da jetzt nochmal an der Lenkung verändert worden ist, ein klein wenig. Das schauen wir jetzt von unten gleich an, wenn wir das Auto dann hochfahren. Mhm. Aber dass man jetzt einfach mal einen Gesamtüberblick hat, so sieht es aktuell aus. Also was auch jetzt hier vorne den Platzbedarf angeht und was die Leitung angeht. Hier unten zum Beispiel die Originalleitung von der Servolenkung, von der Ölkühlung, was hier runter geht zum Lenkgetriebe. Und auch hier der originale Schlauch sogar vom Vierzylinder kompakt, der also hier an dem Wasserrohr entlang, direkt hier entlang läuft. Auch das kann man nehmen. Für uns war es ja ganz wichtig, wir wollten so viel wie möglich Teile original BMW von irgendwelchem Auto übernehmen, um nicht andauernd irgendwelche Sonderanfertigungen machen zu müssen. Und das war für uns eigentlich mit einer der wichtigsten Punkte. Und bis jetzt sind wir eigentlich bis auf den Krümmer so gut an allen Teilen vorbeigekommen, dass wir sagen konnten, wir haben irgendwas gefunden, was passen kann. Entweder vom Vierzylinder oder von anderen Modellen. Ja, wir hatten alles, fast alles am Lager gehabt. Ja, das, wirklich. Ja. Wir haben extra für das Auto, weil wir was zum Ausschlachten gehabt haben, extra noch ein anderes Auto gekauft und das haben wir alles verbaut jetzt. Ja, jetzt ist das noch ein bisschen was übrig geblieben an Teilen, aber das sind natürlich meistens auch Karosserieteile, Innenraumteile. Mhm. Die sind jetzt nicht so wichtig. Für uns war jetzt erstmal wichtig, Teile für den Motor und so viel wie möglich original BMW. Und das Beste ist, wir schauen uns das jetzt von unten an, was da an eben im Krümmerbereich jetzt nochmal passiert worden ist, wie gut das jetzt eigentlich vor allem auch passt. Und dann geht es eigentlich unten noch weiter Richtung Kardanwelle, was da noch an Kleinigkeiten jetzt noch kommen. Ja, jetzt geht es natürlich unten weiter. Nehme ich am besten mal die Lampe mit, damit man auch hier einen kleinen wenigen Einblick bekommt, was bei so einem Umbau alles verändert werden muss. Einer der wichtigsten Punkte, was wir von vornherein auch schon gewusst haben, war ja unter anderem die Stabi-Befestigung, die im Original ungefähr hier in diesem Bereich hier sitzt. Die wurde original herausgetrennt, das heißt, das hier unten, was man sieht, sind auch die originalen Aufnahmen und sind dann an der richtigen Stelle, die man aber auch vorher erst mal ermitteln muss, wieder angeschweißt worden. Und so, dass der Stabi jetzt gerade hier vorne rüberläuft, vorne am Motor entlang bis auf der anderen Seite wieder rüber, hinter den Leitungen vom Ölkühler, die auch gerade so vorbeigehen. Eventuell sehe ich gerade, muss man hier an dem, siehst du hier, kannst du sehen?
noch ein klein wenig nacharbeiten. Siehst du, das ist, Millimeterarbeit. Ja. Aber der Stabi bleibt auch nicht drin. Ne? Nein. Wir werden einen anderen dann kaufen. Ja, da kommt dann einer vom, das ist der Originale vom 316er, da kommt dann vom M3 46, ja, ein einer rein. Dicker. Oder im H&R, ja, das können wir uns noch überlegen. Vor allem müssen wir dann aber auch noch hier verlängern. Genau, das sieht man hier. So würde er normalerweise drin sitzen, wenn das die Position wäre von, mhm, vorhin. Und jetzt muss dementsprechend dann hier ein Stück angeschweißt werden, damit dann auch Verbindung wieder zum Stabi überhaupt hergestellt werden kann. Das, mhm, ist dann auch wieder noch ein Punkt, aber das ist jetzt nicht mehr so extrem schlimm. Man sieht also auch von unten her, wie knapp das alles hier hineinpasst. Ja. Also hier unten sieht man die... Also wenn der andere dicker ist, dann haben wir ein Problem. Ja, dann wird es ein bisschen enger, aber man kann dementsprechend hier an dem noch ein bisschen was herumarbeiten oder, aha, einen anderen Dämpfer dementsprechend einsetzen, der was vielleicht nicht ganz so dick ist. Da kann man schon noch was machen. Also das kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Und ja, ganz wichtig, jetzt weiß ich bloß nicht, was ich überhaupt hier sehen kann. Das, doch, man, du kannst, glaube ich, ein bisschen reinleuchten, hier in Richtung Auspuff und Richtung Lenkung. Mhm. Siehst du was? Man sieht so gerade jetzt, wenn du so durchgehst. Die Lenkstange sehe ich jetzt nicht, aber den Auspuff sieht man jetzt gut. Ja, genau, Auspuff kann man so gut erkennen. Also hier vorne im vorderen Bereich ist es ja gar kein Problem gewesen. Da ist alles immer gut gegangen. Hier die Halterung war jetzt auch nicht so problematisch. Es ging eigentlich nur in dem Bereich hier, wo man jetzt hier durchschaut. Hier oben entlang, dass da die ganzen... Wo mein Finger jetzt ist sozusagen, dass da die ganzen Windungen vom Auspuff weit genug weg sind. Ich kann jetzt also hier mit dem Finger auch herumfahren. Und ich versuche mal einfach mal mit der Hand jetzt zu lenken, damit man sieht, ja, sieht es ein bisschen schwer. Ich versuche mal das hier, das Licht hier hinzustellen. Und dann eventuell mal mit der Hand ein bisschen zumindest zu lenken. Ich glaube, man sieht ein bisschen, dass ich sie ein bisschen drehen kann. Ja, also es hat auf jeden Fall genug Platz, ohne dass ich irgendetwas hier... Also man sieht jetzt in der Kamera nicht die Lenkung. Aber nicht ganz, ja. Nicht ganz, nur den Auspuff. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben das nochmal umschweißen lassen, weil das erste Mal war die Lenkspindel, ist die angestanden. Ganz leicht, Millimeter. Und zwar nicht gerade mal, nicht mal hier, sondern hinten raus. Da könntest du vielleicht, ja, da kommst du super rein mit der Kamera. Schau mal hier. An dem letzten Rohr, da war genau die Spindel, die jetzt hier herunter geht. Ich gehe zum Licht gleich weg. Hier runter, an der Stelle war das Ganze angestanden. Genau hier, ja. Und jetzt haben wir auch eine komplett andere Lenkspindel verbaut. Die ist also auch nicht mehr original. Die kommt von einem Rechtslenker, ich glaube vom 1er BMW müsste die sein. Die hat auch zwei Gelenke, also ein Gelenk unten und hier oben. Du kannst sogar sehen, wenn du hier so ganz von unten nach oben filmst. Ja, ein Gelenk sehe ich da, ja. Genau, das wäre nämlich ab Werk original. Und unten herum hätte er normalerweise nämlich kein solches Gelenk. Aber in dem Fall haben wir jetzt zwei Gelenke. Du kannst eventuell von hier oben durchschauen. Ja, irgendwo. Ist ein Gelenk. Genau. Ja, genau. Dann könntest du es auch noch kurz filmen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du das gemacht hast. Ja, das habe ich schon seit auch noch gemacht. Das war ein super Tipp von einem YouTuber von uns, der uns darauf hingewiesen hat. Und ganz wichtig, dieses Teil ist auch nicht aus Aluminium, sondern aus Stahl. Das ist ganz wichtig wegen der Hitze, die wir drin haben. Also das heißt, dieses Problem mit dem Aluminium, was wir vorher die ganze Zeit gehabt haben, gibt es auch nicht mehr. Da müssen wir uns echt bedanken. Ja, hat doch gut geklappt. Wir haben sie nur ein klein wenig, glaube ich 15 mm haben sie noch verlängert, ein bisschen auseinandergezogen und dann wieder mit zwei passenden Senkkopfschrauben wieder befestigt. Das war eigentlich auch noch ein kleiner Punkt, dass wir mit dem Winkel ein klein wenig schräger runterkommen. Sonst hätten wir eben auch wieder Probleme gehabt am Auspuff. Also das hat gerade so auf den Millimeter gut reingepasst. Das war auch der ganze... Ja, der schwerste Akt an dem ganzen Umbau, also dieser Auspuffkrümmer, das war das Heftigste. Aber jetzt ist der Auspuffkrümmer fertig, auch mit dem, wie sagt man da? Ja, das sind die Anschlüsse, die ist ja auch wirklich komplett in Handarbeit gefertigt, da ist nichts im Original dran. Hier kommen dann diese V-Verbinder, diese Schellen drüber. Auf der anderen Seite ist der Auspuff ja noch weitestgehend original, da ist eigentlich nur, eigentlich an der Stelle da hinten ist er ein klein wenig umverformt, ein bisschen umgeschweißt worden und... Passt jetzt aber auch im Originalzustand, also wie gesagt, was man hier sieht, Originalzustand nur eben mit diesem Hitzeschutz ummantelt, wunderbar rein. Und einfach nur diese letzte Führung ist ein bisschen hier weggekommen, weil hier kommen natürlich normalerweise die Lenker rein mit den Gummilagern. Und man kommt hier schön genau an dem Abstand hier vorbei, an beiden Seiten, natürlich sieht man es auch, so dass alles hier gut vorbeikommt. Und hier würde jetzt dann theoretisch dann der Auspuff weiter verlaufen, einfach mit der Windung weiter und dann hier hinter, an der Stelle, wo jetzt aktuell noch
der Kraftstofffilter hängt. Der wird aber jetzt dann demnächst von hier außen nach auf die Seite umverlegt. Also das wäre die normale Position, die du gerade siehst hier noch. Und der kommt jetzt von hier rüber auf die Stelle raus. Und dann kann also da auch schön gerade der Auspuff hier hinter verlaufen, am Getriebe entlang hinter. Und da sieht man auch schon den nächsten Punkt. Da habe ich nicht gewusst, genau, was wir da machen. Aber das war jetzt reiner Zufall. Es liegt nämlich dann, hängt schon eine Kardanwelle drinnen. Wir haben nämlich ein paar auf Lager gehabt. Und wie es der Zufall will, die hier passt von den Anschlüssen perfekt hinten zum M3 E46 Getriebe. Also die passt mit den Schrauben einwandfrei hinein. Wir mussten eigentlich nur die Originalschrauben austauschen. Die sind nämlich normalerweise hier nicht beweglich, sondern werden von der anderen Seite mit Muttern gehalten. Und in dem Fall haben wir einfach nur passende Schrauben und hier ist ein Gewinde drin. Das heißt Schraube rein, Gewinde und das Ding ist fest. Mhm. Passt auch vom Mittellager. Mittellager, ja, passt auch. Einwandfrei. Perfekt. Nur eben hier das vordere Teil, das sieht man, das ist vom Durchmesser zu klein. Hier oben, wenn man reinschaut, da ist es um einiges größer vom M3 Aha. V8. Da müssen wir das erst Originale vom M3 genau. V8. Ja, das wird hier kurz abgesägt. Ne? Irgendwo Stück. In dem Bereich wird es abgesägt, genau. Und dann kommt eben die harte Scheibe erstmal, genau. Und dann kommt der richtige passende Flansch drauf. Ja. Und wird alles wieder dann verschweißt und natürlich gewuchtet und müsste dann eigentlich reinpassen. Mhm. Also wie wir jetzt gesehen haben. Aber bis jetzt habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, von welchem Auto die ist. Müsste ich jetzt erst einmal nachschauen. Wir haben noch eine zweite da, genau die gleiche. Aber da schaue ich noch nach, von welchen die jetzt ist. So, und was haben wir da noch hier vorne? Dann alle haben wir noch die Querlenker gekauft, die M3. Genau, die sind ganz neu drinnen. Die sind auch ein bisschen anders abgestimmt. Da brauchen wir noch die PU-Lader. Richtig, die kommen noch rein mit den Haltern dementsprechend, dass wir den dann auch zusammen einbauen können. Da ist aber auch schon hier in dem Bereich alles soweit fertig. Ganz wichtiger Punkt ist eben noch die Umverlegung ab dem Kraftstofffilter hier hinauf zum Innenraum. Da haben wir uns überlegt, ob wir dann, wenn der Kraftstofffilter ungefähr hier sitzt, eventuell hier im Rathaus durchgehen und dann von hier aus wie beim Original V8. Der hat da ein Loch im Rathaus. Ja, und geht dann ungefähr irgendwo hier, schätze ich mal, irgendwo geht er dann innen rein, weil eben die Gefahr wäre, würden wir es nämlich hier durchlaufen lassen. Man sieht es, wenn du hier durchgehst nochmal. Es ist halt schon sehr, sehr eng. Also das heißt, wir haben hier schon alle Leitungen hier unten drunter versteckt. Also das sind die Bremsleitungen drunter, unter dem Aluminium hier. Es geht hier der Anschluss auch noch raus von Kupplung, richtig, von dem Nehmerzylinder. Ich muss immer überlegen, Nehmer und Geber. Oben ist der Geber und unten ist der Nehmer. Genau, also der Nehmerzylinder. Damit habe ich hier auch immer Probleme. Ja, das sind die beiden Namen immer. Und der geht aber auch wunderbar, wenn man den ein bisschen hier verbiegt. Hier rüber kommt natürlich dann auch eine Hitzeschutzleitung mit drüber gleichzeitig. Mhm. Und der war auch schon drauf. Also an der Stelle ist auch schon hier der Zylinder eingebaut gewesen. Mhm. Es geht also alles von der Leitung perfekt rüber. Ist auch alles soweit, dass man es verwenden kann. Jetzt kannst du noch erzählen oder uns zeigen, was du mit dem Getriebe hier gemacht hast. Ah ja, das war auch wieder so eine schöne Baustelle. Mhm. Bis man das Getriebe erstmal in der richtigen Position ungefähr hat von der Höhe, haben wir jetzt also hier mit diesen Aufsätzen, also mit diesen Distanzen erstmal ein bisschen experimentiert. Damit das Getriebe möglichst weit nach oben rauf rutscht. Vorher war das einfach zu weit unten. Und dann haben wir also hier einfach Aluminium, so Quadrate genommen. Ich glaube, das waren 6x6 vom Durchmesser, dass die hier unten eben hineinpassen. Mhm. Und in der Höhe dementsprechend variiert, entweder 4 cm und dementsprechend jetzt ein bisschen höher. Ich glaube, beim Schuss waren es sogar 6 cm, dass man dann also den Sockel auffüllt und damit Getriebe hier weiter nach oben kommt an der Stelle. Das war auch noch ein Punkt, der mich persönlich gestört hat, damit das in der Halterung auch alles so ziemlich geradeaus hintergeht. Und die nächste Frage ist, welche Schaltung? Ne? Ja, da werden wir, man sieht ja hier, ist der Anschluss von der Schaltung, werden wir höchstwahrscheinlich einen Short-Shifter nehmen, aber nichts extrem Teures, sondern einfach nur, die gibt es ja für diese Baureihe auch ganz einfach, dass einfach hier die Lenkstange geradeaus runtergeht. Und dann kann man es unten in der Höhe verstellen, je nachdem, ob man kürzer oder längere Schaltwege haben will. Und dann geht einfach nur die Verbindung von hier sozusagen rüber hier hinein. Fertig. Da braucht man nämlich auch nicht diese ganze Adapter-Sache, was beim Original E90 drin ist. Da kommt nicht nochmal so ein Aluminiumgestell hier unten rein. Müsste dann hier oben wieder verbunden werden als Halterung und eine Lagerung unten drin. Und das kann man sich alles sparen, weil mit diesem Short-Shifter geht einfach nur hier die eine Kupplung runter. Dann geht hier einfach der Bolzen da rein und das Ding ist verbunden. Das werden wir auch demnächst machen, wenn das Teil kommt. Ja. Ja, Kraftstoff steht jetzt an. Ja, das ist jetzt noch ein Punkt. Da kommt eben hier die Haltung hier drüben nochmal hin. Ja, was und noch? Stabi kaufen.
Stabi müssen wir noch kaufen, genau, ja. Und dann eben noch austauschen gegen den, was jetzt drinnen ist. Eben ganz wichtig, Ölkühler. Ölkühler kommt ja hier mit, eben noch, ja. Mit hinein, das ist noch ein wichtiges Bauteil. Ja, aber da müsste er laufen, ne, wenn er Kraftstoff hat. Ja, das, da habe ich keine Ahnung. Ob der dann sofort gleich so laufen würde. Oder ja gut, ob der, das Steuergerät muss man noch verändern. Eventuell, das Steuergerät von der Pumpe muss vielleicht noch nachgerüstet werden, original in E90. Soweit sind wir bis jetzt noch gar nicht gekommen, weil das war auch schon jetzt bis jetzt mehr als genug Zeit. Theater, was wir da hineingesetzt haben. Ich glaube, also gute 2 Monate haben wir das jetzt gemacht. In der Zwischenzeit, ja. Und deswegen erstmal die Original-Kraftstoffleitung sozusagen nach vorne verlegen, ob man überhaupt Kraftstoff überhaupt hier oben soweit von der Originalpumpe auch bekommen, ob das auch reichen würde. Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, hier mit Kraftstoff, ist ja der Fall, muss ich mir überlegen, wo wir es hingetan haben. Ja, da habe ich es hier. Weil wir werden nämlich ohne diesen Druckregler gar nicht fahren können. Das heißt, dieses Teil hier, dieser Druckregler, muss auch auf jeden Fall in den Innenraum mit rein, dass wir dann überhaupt genug Druck bekommen, weil der originale E90 hat ja gar keinen Druckregler drin. Und der wird dementsprechend von unten, wenn er kommt, kommt dann also hier der Druck hier unten rein und wird dann verteilt, weil von hier kommt das sozusagen, von hier unten, dann wird er hier direkt verteilt an die Einspritzleiste hinüber. Und um den werden wir sowieso nicht drum herum kommen. Ja, und hier haben wir dann noch unsere restlichen Teile. Die brauchen wir nicht, ne? Zum Glück nicht mehr. Ja gut, der Auspuff muss natürlich noch auch ja, noch rein. Den das kommt noch irgendwann. Und das ist alles nur übrig geblieben vom Vierzylinder. Also man sieht, da haben wir viele Teile experimentiert. Das ist der originale Kabelbaum vom E46, glaube ich, wie müsste der sein? Anscheinend, ja. Ja, da haben wir zwei Stück da gehabt zum Versuch. Ja, ja, und da ist natürlich hier noch das letzte Ding. Das können wir auch noch mal kurz zeigen. Das wird auch noch ein Riesenproblem. Ja, mit der Motorhaube. Dass die überhaupt zugeht, ja. Ja, aber von unten haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles Wichtige gezeigt. Also alles kann man sowieso nicht zeigen. Aber zumindest, dass wir jetzt schon mal an dem Punkt sind, was wir mechanisch nicht mehr viel machen müssen. Und jetzt geht es dann langsam Richtung Elektrik. Wieder Teile bestellen und weitermachen. Ja, genau. Ja. Gut, die Bremse haben wir schon alles im Sommer noch besprochen. Ja, das haben wir schon gezeigt. Bremse ist vom E46 CSL Original, vorne und hinten. Fahrwerk fehlt natürlich jetzt noch hier nur noch das Gewindefahrwerk, was noch reinkommt. Ja. Das kann natürlich dann auch jederzeit ausgetauscht werden. Hinten ist ja schon das originale Fahrwerk vom M3 E46 drin. Nur die Dämpfer müssen getauscht werden, die Federn. Und kannst du noch zum Schluss sagen, wie viel wir reingesteckt haben? Ja, da muss ich mal eine kleine Liste mal kurz reinschauen. Das müssen wir selber schauen, weil wir haben ja gesagt, wir wollten einfach mal eine kurze Aufstellung machen, was bis jetzt reingeflossen ist am Fahrzeug. Also, wenn wir jetzt ungefähr mit so einer Umbauarbeit anfangen, dann brauchen wir natürlich erstmal ein Auto. Und Auto ist natürlich abhängig, will ich jetzt ein billiges Auto haben, wie jetzt den Kompakt, oder will ich ein schönes E46 Cabrio haben oder will ich sogar ein M3 haben. Also ist ganz abhängig, wie viel ich jetzt im Endeffekt für die Karosserie ausgebe. Bei uns hat die Karosserie gar nichts gekostet. Wir haben die übrig gehabt. War fast umsonst. Ja. Genau, war absolut rostfrei, bloß der kleine Unfall hinten auf der linken Seite. Das war der einzige Punkt, der jetzt noch ein bisschen kosten wird im Nachhinein. Und eine normale E46 Kompaktkarosse gibt es mit M-Paket so im guten Zustand um die 3000 Euro. Da hat man schon eine richtig gute. Mhm. Der nächste Punkt ist natürlich dann hier Motor und Getriebe. Ah, da haben wir lange gesucht. Ewig. Ja, das war ein längerer Schritt, weil man immer davon ausgehen muss, dass man eventuell einen Motor bekommt, der, wie bei unserem Fall... Ja, wir hatten es gehabt, einen Motorschaden. Ein Lagerschaden hat. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man das selber machen will. Und es bringt auch nichts, wenn man einen auf Gewährleistung kauft, weil wenn man den auf Gewährleistung kauft, bis das Auto fertig ist, ist die Gewährleistung abgelaufen. Ja. Das bringt also auch nichts. Ja. Am besten, man kauft sich einen Motor, macht es wie bei uns, zerlegt ihn in alle Einzelteile und baut den dann sozusagen von Grund auf neu auf, also mit allen neuen Lagern. Wenn er natürlich keinen Schaden hat, ist super, dann reicht es nur die Lagerschale zu tauschen, Verschleißteile, Dichtungen, alles, was man dazu braucht, austauschen. Ja, was dann haben wir bezahlt? 9.000 Euro, aber 2019, also ich glaube, die sind jetzt deutlich teurer geworden. Das kann sein, ja, kann sein. Also mit Getriebe haben wir 9.000 Euro bezahlt und ich glaube 3.000 Euro zurückbekommen, aber wieder 3.000 Euro reingesteckt. Kuppelwelle neu bearbeiten lassen, weil die an einer Stelle ein bisschen was gehabt hat, einen Schlag, also ein bisschen abgeschürft zumindest. Also so um die Richtung muss man rechnen. Dann Getriebe, bei dem Fall jetzt für einen Handschalter kriegt man, wenn man Glück hat, noch um die 2.000, 3.000 Euro. Das war bei uns dabei. Ja, das war mit dabei sowas.
Gibt es auch ab und zu jetzt noch für 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Das Getriebe sind auch nicht das Problem, es geht immer nur um den Motor. Die Hinterachse braucht man natürlich vom E46. Das war das erste, glaube ich, was wir gekauft haben. Damit haben wir angefangen, genau. Das war die M3-Hinterachse mit dem Schwerdifferential drinnen, mit den Antriebswellen. Der Stabi war sogar auch schon mit dran gehangen. Mhm. Okay, das wird eventuell nochmal ausgetauscht. Waren wir mit Lackierung, mit Saubermachen, allem drum und dran bei um die 1500 Euro sowas circa. Die PU-Lage haben wir alle neu gemacht. Ja, ja. Genau. Da ist die Feder noch draußen, ja. Die wird auch noch getauscht dann. Genau, PU-Lager, alles neu gelagert, also auch hier im oberen Bereich die Lager. Hier unten sind die, glaube ich, auch. Ja, die sind alles neu gemacht worden. Alles, ja. Alles neu, ja. Gelagert. Lackiert. Ja. 1500 hast du gesagt? Also mindestens 1500 muss man rechnen. Also wenn man dann auch das Lackieren mit dazu rechnet und die Lager. Mindestens 1500 Euro ist schon mal zu kalkulieren dafür. Was noch? Die Bremse hatten wir gehabt. Bremse hat man Glück, da hat man eben für 600 Euro die komplette CSL-Bremsanlage gebraucht bekommen. Sind auch im sehr guten Zustand. Das war also ein günstigerer Faktor. Dann das Fahrwerk selber, kann man sich entscheiden, was man haben will. Mhm. Gewindefahrwerk, man kann auch original M3 nehmen. Muss man aber nicht unbedingt. Nicht. Also ich würde ja schon eher Richtung Gewindefahrwerk zwischen 2 und wenn man Top-Fahrwerk haben will, also für den Straßengebrauch 3.000 Euro, dann ist man wirklich dann Rennfahrwerk. Gut, das ist dann natürlich wieder eine eigene Spielerei, was man haben möchte. Ganz wichtig, der Krümmer. Ja, der war teuer. Krümmer ist eben eine Einzelanfertigung, muss man ganz ehrlich sagen, kann man nichts dran ändern. Mhm. Wir können natürlich jetzt den Kontakt herstellen, wir können die auch verkaufen jetzt aktuell. Und da ist man natürlich, ich hole mal meine Lampe, da ist man natürlich dann schon im Bereich so irgendwie gut, zwischen 2.500 und 3.000 Euro muss man da schon rechnen, sowas, gell? Damit eben das hier alles aber da ist sieht. Der ganze Auspuff noch nicht fertig, da kommt noch was dazu. Ja, da kommt noch einiges, also die Halterung kommt noch extra dazu, die braucht man natürlich auch, die können wir auch dementsprechend anbieten, dass überhaupt der Motor so hineinpasst, die braucht man natürlich noch. Und jetzt haben wir noch einen wichtigen Punkt. Im unteren Bereich, sieht sich schon mal nach. Ja, untenrum haben wir jetzt mal die Sachen jetzt besprochen. Wie gesagt, Kaderwelle werden wir dann noch sehen, was wir dann noch hier noch einrichten müssen. Wird aber nicht allzu teuer sein, weil diese Umbauarbeiten sind jetzt nicht extrem teuer, was das angeht. Gut, Auspuff natürlich, Rest. Ja, der Rest noch. Können wir jetzt auch noch nichts sagen dazu. Wir können also jetzt aktuell nur sagen, was wir bis jetzt ausgegeben haben. Und der Rest müssen wir das Auto mal runterlassen, damit wir die Kleinteile nochmal zeigen. Ein paar Schläuche, aber meistens hatten wir alles am Lager gehabt. Ja, nur ein paar Teile haben wir eben extra bestellt. Ich lasse das Auto runter. Genau, dann machst du runter. Ja, so sieht unsere aktuelle Liste jetzt aus, was wir bisher so ungefähr an Ausgaben gehabt haben. Wie gesagt, Karosse, abhängig von dem, was man für eine Optik haben möchte. Dann Motorgetriebe, Hinterachse, Bremse, Fahrwerk ist noch nicht eingebaut, aber wissen wir auch ungefähr, was das kosten wird. Krümmer und der Kühler haben einfach mal als Beispiel eingesetzt, was wir an Teilen hier vorne so an Teilen gebraucht haben. Ist man bei ca. 20.000 Euro aktuell. Da hat man jetzt das Auto. Kommt noch was einiges dazu. Jetzt kommen eben noch die ganzen Kleinteile. Also den Kühler haben wir jetzt einfach mal mit 100 Euro eingesetzt, weil da kommt dann natürlich auch noch so Sachen wie der Ölkühler mit dazu. Dann hier die ganzen Schläuche braucht man natürlich auch hier. Die ganzen Schläuche muss man einzeln bestellen. Was natürlich ganz Vorteil ist, man kann viele Sachen gebraucht kaufen. Also es gibt viele Ersatzteile. Hast du auch gemacht? Ja, so zum Beispiel hier diese ganzen Leitungen, hier die kleinen Leitungen, sowas, die gibt es alle wunderbar schön gebraucht zu kaufen. Oder hier solche Leitungen, die haben jetzt neu gekauft, gibt es aber auch manchmal gebraucht zu bekommen. Der muss man nur ein bisschen in der Länge ein bisschen kürzen. Oder ganz wichtig eben diese Schläuche hier hinten. Da passen wieder viele vom E46 Kompakt. Kann man natürlich dann auch wieder davon verwenden. Hier innen drin ist eigentlich alles Original-Serie, was jetzt hier den Stellantriebe angeht, Motorkabelbaum. Normal würde jetzt hier noch die Sekundärluftpumpe reinkommen. Genau, die ist bei unserem Auto, entfällt die aber hier, also auch die Anschlüsse, die was hier kommen. Platz hier, ne? Würde eng werden, also die ist ziemlich bauchig, die geht also hier so rüber. Die ist extrem groß, was es den Platz nochmal angeht. Aber was wir am Schluss jetzt nochmal zeigen werden, wir werden natürlich jetzt noch einmal dann den Luftsammler oben drauf setzen, dann wird nämlich das letzte große Problem, nämlich noch mal kurz sichtbar, nämlich hier der Buckel auf der Haube, der dann entstehen wird, dass wir dann die Motorhaube überhaupt dann noch anfertigen machen müssen. Da haben wir natürlich auch noch keine Kosten dazu, werden wir dann natürlich erst sehen, wenn wir dann auch wirklich alles fertig haben. Und solche Sachen wie auch wieder hier Wasserkühler gibt es eben alles gebraucht. Das ist wieder Original E46, wenn man so einen E46 kauft, hat man es ja schon die Teile. Auch die Schläuche zum Beispiel hier,
kann man original verwenden vom E46. Die gehen beim Vierzylinder zumindest genau in der gleichen Position rüber. Beim Sechszylinder sieht das alles anders aus. Da müsste man sich dann eben wieder was extra anfertigen. Die unteren Schläuche hier auch alles wieder M3. Und alle Anbauteile sind auch original M3. Also man muss keinen Klimakompressor neu besorgen, man muss keine Lichtmaschinen neu besorgen. Man sieht, was man da Platz hat hier unten. Also gar kein Problem. Oh, das ist richtig viel, ne? Auf der Seite zumindest, ja. Aber eben hier drüben, rechts, auf der rechts. Seite, da haben wir natürlich die Halterung anpassen müssen, damit man hier so viel Platz noch hat, wie man es jetzt gerade sieht. Also gerade da in dem Bereich hier, wo der Anschluss noch fehlt, sieht man, dass es gerade so reingeht. Und da mussten wir natürlich schon an dem Bereich hier im Motor einiges wegnehmen, damit der Kompressor sozusagen Richtung Motor rüber geht. Sonst wäre so nicht so schön reingegangen. Das war eine kleine Umbauarbeit auf jeden Fall. Ja, und alle anderen Kosten, die wir jetzt noch bekommen werden, das werden wir natürlich noch sehen. Also es ist halt jetzt noch ein bisschen was zu tun. Aber zumindest ist das jetzt hier weitestgehend abgeschlossen, was jetzt den reinen Motor so angeht. Also ich hoffe, dass er dieses Jahr laufen wird und jetzt fahren wir vor allem. Jetzt haben wir ein Jahr Zeit. Ja. Wir nehmen uns das vor für das Jahr 2022. Genau, richtig. Also das heißt, wäre ganz gut, wenn er jetzt 2022 wirklich soweit wäre, dass er zumindest schon mal anspringt, dass die Elektrik soweit schon mal funktioniert und der Rest, Auspuff und so weiter, ist eine Sache von 2 Tagen. Dann ist der Auspuff auch fertig. So, also das wäre dann der Abschluss hier oben drauf. Der Luftsammler geht natürlich hier rundherum im Bereich wunderbar drauf, der stößt nirgendwo an. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es hier normalerweise noch die Frontklappe drauf muss. Ja. Und ich glaube, dass die Motorhaube hier dann ansteht, wenn die zu ist. Ja. Also wir werden auf jeden Fall hier die Motorhaube hier in dem Bereich auf jeden Fall erstmal schon mal ausschneiden dürfen. Also das wird ein Loch sein. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich weiß bloß nicht, wie weit es hier vorne auch runter geht. Ich meine, die Motorhaube steht ja jetzt nicht hier unten in dem Bereich an, sondern geht ja hier rauf. Auf der Höhe ungefähr läuft dann so ein Winkel hier hinunter. Der Bereich würde gar nicht mal das Problem sein. Es ist eigentlich vor allem dieser Bereich hier, der extrem nach oben geht. Und das wird dann, wenn wir die Haube erstmal jetzt auflegen, wenn wir uns Markierungen machen, dass das die Haube sozusagen in dem Bereich hier ausgeschnitten wird. Und wichtig ist auch der hintere Bereich, wo der Abschluss ist. Da wird wahrscheinlich ein ganzer Aufsatz von hier in dem Bereich bis hier vor nach oben geformt werden müssen. Wie beim E46 M3 eigentlich. Ungefähr in der Form, nur eben noch etwas höher. Und jetzt habe ich gerade gesehen, wir werden wahrscheinlich gar keinen Mikrofilterkasten haben. Nee, das geht nicht. Da geht hier also nicht werden mehr. Wir ohne Mikrofilter fahren? Ja, den brauchen wir auch nicht unbedingt bei so einem Auto. Also da kommt natürlich noch ein Abschluss natürlich drauf, weil jetzt sieht er die Luft hier oben rein. Das heißt, hier kommt noch eine kleine Verkleidung unten drunter oder hier, dass halt hier keine Luft hier direkt oder Dreck hineingezogen werden kann. Das wird noch ein bisschen zugemacht. Aber der große Luftfilterkasten, der normalerweise hier drum sitzt, der kommt mit Sicherheit nicht mehr ganz hinein. Dazu müsste man jetzt theoretisch den ganzen Motor von vornherein noch weiter unten einbauen, aber dann müsste man die ganze Achse nach unten versetzen. Wir hätten theoretisch noch 1,5 cm nach unten Platz gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. 1,5 cm hätten wir den ganzen Motor weiter nach unten einbauen können. Aber es wäre dann eben von der Vorderachse extrem eng geworden, was den Platz angeht. Also deswegen haben wir gesagt, wir sind hier zwar ein bisschen weiter oben von der Höhe, und den Rest müssen wir mit der Haube einfach ausgleichen. Ja, das ist alles jetzt für dieses Video. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Und dann kann man jetzt also ab jetzt diesem Jahr davon ausgehen, dass er jetzt dieses Jahr irgendwann mal soweit aufs Rollen kommen wird. Egal, ob er jetzt schon selber rollen wird mit eigener Kraft oder eben nicht. Aber hier sieht man noch ganz schön das letzte Stück eben von der Kraftstoffleitung, eben wo wir vorher gesagt haben, dass es wahrscheinlich hier vom Rathaus rauskommen wird. Ansonsten müsste er nämlich hier in diese kleinen Ecke hinten durchkommen und das ist mit so gefährlichem Auspuff. Also höchstwahrscheinlich werden wir hier den Anschluss irgendwo hier vom Rathaus hier hinten rauskommen werden. Bei dem Original. Genau, der Originale hat es genauso. Ja. Dementsprechend werden wir das anbauen. Aber jetzt machen wir Schluss und wir melden uns wieder, wenn wir was gemacht haben. Richtig, wenn es was Neues gibt. Ja. Bis dann. Tschüss.